Hallihallo, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Car Mechanic Simulator 21. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Vergnügen mit der heutigen Folge. Hat gerade zur Musik gepasst, deswegen laber ich so blöd. Gut, wir haben im gestrigen Video aufgehört, diesen Auftrag nochmal anzunehmen, weil wir dachten, ja, noch so einen kleinen Auftrag tun wir noch schnell. Nein. Aber da steht halt einfach mal ganz geschmeidig als sonstige Aufgabe. Tun den mal um 13 bis 18%. Boah. Nö. Warum auch nicht? Das ist nur die Frage, wie lösen wir das? Okay, Abgaskrümmer würde ich schon mal es geben. 4%. Der Krümmer kommt drauf an. Hey, 13 bis 18% ist viel. Ich kann doch keine Carbon-Kram. Das ist eine Bremse. Ah! Die neuen Tuning-Teile. Beim Update mit reingeschmitzelt haben. Der Auspuff darf ich gerne komplett machen. Das ist alles für Elektro. Der Ding gab doch noch viel. Warte. Es ist jetzt so tiefe Motor rein mit Nocken. 3% ist nicht teuer. Was bist denn du? Was bist denn du? Ein V6, V8? Was bist denn du? V8? Was denn V8? Kein Öl raus. Nehme ich mich. Ventilstößelstange, die haben doch auch jeweils. Die haben ja beim Muster nicht eingebaut. Ist ein Turbolader drin. Da ist er, hä? Machen wir das so. Zwei Abgaskrümmer in Tuning-Variante. Wären wir schon mal bei 8%, was günstig ist. Wären wir bei 8% und wenn wir jetzt noch den Auspuff komplett nehmen, 2. 1, 2, 1, 2. Eins, zwei. Und wir haben vorhin Auspuff repariert. Scheiße. Eins, zwei. Das noch zusammen summieren, dann müssen wir noch eigentlich ziemlich günstig auf die Prozentzahl kommen, die er möchte. Weil da haben wir 8, dann haben wir hier schon 10. Gleich mal. 12. 4, hä? Wir lieben gerne den Endschalldämpfer geben würde, weil das wären 7. 8 und 7, dann sind wir ja schon. Oder?
8. Günstigste Tuning-Variante. Das probieren wir jetzt. Nun die Frage, ob mir 13 bis 15 oder 13 bis 18 Prozent über dem Nominal werden müssen, weil dann wird es schwierig. Weil wir waren ja... Oh, ich weiß gar nicht. So viel Prozent auf jeden Fall drunter. Ach, wenn es doch nur im echten Leben so einfach wäre, hä? Patrümmer weg. Hier so Abgaskrümmer weg. Ah, Tuning-Abgaskrümmer hin. Endschalldämpfer und schau mal, 13% mehr Leistung. Echt dabei. Jetzt hatte ich echt schon Angst, dass wir hier, was weiß ich, Mutter auseinanderreißen müssen. Neue Kolben, neue Pleulen, neue 18% oder 13 bis 18% ist schon nicht wenig. Ohne dass man Turbo macht. Jetzt beide? Gar keine Ahnung, wir müssen die Bühne ausmachen müssen. Warte mal, wir machen gleich die Flüssigkeiten. Am Motor glaube ich nicht. Oder? Wenn wir über diesen. Über den Werksangaben wert müssen, dann müssen wir definitiv mehr machen. Gibt's gar nichts mehr von dem Auspuff. Naja. Schauen wir doch einmal. Was ist denn so lang? Ja, mach halt den Test. Was habe ich gesagt? Tuning 15% machen wir. Das reicht. Jetzt ist wieder auf Werksleistung. Gott. Können wir eigentlich noch was anderes machen? Ja, cool. Müssen wir dann nur nachschütten oder musst du wechseln? Scheibe. Wechseln. Komm. Mach mir alles dreckig. Handvoll. Muss man den Kühlmittelbehälter freundchen? Direkt. Direkt rein mit der Soße. Wer braucht schon Behälter? Rein mit der Suppe. Passt. Cool. So, was haben wir denn noch? Mmh.
Doch, ich. So fix, will den haben. Der schaut geil aus. Mann, wie kann man so ein Auto so runterkommen lassen? Echt schade drum. Echt schade. Versteckst du denn drin, ne? Das schreit doch klipp und klar. Und Diagnosepfad. Naja, ist ein bisschen tiefer. Her müssen wir schon hocken. Ich überlege jetzt auch gerade, was könnte es, was ist das für eine echte Marke? Kann bloß eine Chevy sein, oder? T1? T2? T1, glaube ich, hat die Klapplichter. Teil nicht gefunden. Der hier, ein Teil haben wir gefunden. Orientiert. Sind ja Meistermechaniker, wir brauchen so einen Scheiß hier nicht. Ja, nur wichtig, dass wir die Buchsen ausschließen können. Okay. Allgemeinzustand schon wüst, deswegen. Doppelstange. Vielleicht doch lieber nochmal drüber. Kannst du es, wenn er da auseinanderhalten, wenn überall Rost ist? Spurstange. Kartennarbe wahrscheinlich auch, oder? Das wollten wir noch machen. Doppelstange. Da fehlt noch. Wagen zieht zur Seite. Auch noch. Holpert. Hinten aus. Aha, das wird schon sein. Das wird schon sein, ha? Den haben wir schon geprüft. Aber das nicht. Das ist. Was? So, danke. Okay. Okay. Das ist ja gar nicht so weit. Machen wir mal leer. Beide Federbügel oder nur einer? Ne, muss aber beide wegmachen. Okay. Lutschi! Mann, hoffentlich kommt er nochmal mit dem Auto. Das ist ja echt eine Schande, den würde ich ja gerne hier sauber schön herrichten.
für einen Spurstellenkopf ist ein Rennweg machen? Was, da kommst du doch. Achso, der ist immer. Oh, der ist in der Felge. Den müssen wir wegbauen, das ist klar. Das ist klar. Hat auch gar nicht geschliffen oder so. Nee, 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 nee. Und. Was da? Bin jetzt nicht auf die Liste gelegt. Schauen wir mal. Oder was retteten können. Es war der, der noch in Ordnung war, gell? Kann man reparieren. Oder dann einlagern. Okay. Stange mit Kopf. Rennreifen Premium. Kauft der kein Rennreifen Premium, sondern bringt einen Kübel auf Vordermann. Kann ich mich aufregen. So, was sind denn noch für Sorgen? Keine mehr. Was oder was? Mehr für die Ersatzteile bezahlt. Sehe ich jetzt nicht. Okay. Ist jetzt wurscht, Kisten mal nur machen. Schauen wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Kisten. Wähle zwei Karten. Hey. Hey. Ach, das ist ein Crap. Achso. Ich hab ein XP. Danke. Ah, ist auch in Ordnung. Eine Karte. Ne? Karte. Jetzt. Ich nur noch ein paar XP. Toll. Scheine Karte und Kiste. Besser geht's ja gerade gar nicht, oder?
Oh, wenn ich jetzt noch die XP hier voll kriegen würde, würde ich jetzt schon feiern. Ah! Jawohl. Super. Yay! Ich zieh nur Kisten. Was hier drüben schön ist? Feier ich ja, um Gottes Willen, also. Kriegen wir den vielleicht auch noch voll. Jetzt haben wir mal ausnahmsweise keine Kiste zu. Jetzt ist unsere Strähne gebrochen. Okay, ich sag schon nichts mehr. Du hast nicht mehr so viele Scheunkarten. Das krieg ich ja nie, aber niemals aufgebaut. Komm, jetzt gib mir noch die XP. Nein. Yay. Jetzt ist mir alles wurscht. Passt. Enter. Sehr geil. Das kann man doch ja eigentlich. Nehmen. Sehr nice. Ein Level noch hoch. Und dann gibt es hier saubere Punkte. Dann können wir den nehmen und machen hier weiter. Cool. Das war ja ein ziemlich gelungenes Ding, du. Oh, ich hake 10 hier aus. Oh, Schmerz. Und den GTR drucken wir nochmal schnell ein. Wird wahrscheinlich einer Tune auf plus 300% oder so. Muss ja schauen, wie schnell jetzt die Montage und Demontage geht. Oh, hast gesehen, wie schnell der Motor aber aufgeht. Einwandspaß. Was haben sie denn für Schmerzen? Laut beim Beschleunigen. Also Ritterhelle. Soll der nicht laut sein beim Beschleunigen? So. Meine nur. Oh, hast du gesehen, wie schnell? Bin gehypt. Ja, geil. So. Ne? So lobe ich mir das. Schutzscheibe. Eckscheibe.
der Heckscheibe. Sieht echt gut aus. Karosseriescheibe links. Tür vorne links. Kotflügel rechts, Scheinwerfer rechts. Kiste. Müssten wir ja wieder alles reparieren können. Den Außenspiegel reparieren. So, jetzt kicken wir mal. Windschutzscheibe brauchen wir. Heckscheibe brauchen wir. Karosseriescheibe brauchen wir. Hier vorne links. Kotflügel. Haben wir repariert. Oh, der wäre halt. Bin ich jetzt bei den Tuning-Teilen drin? Was? Moment. Irgendwie Hirn in die Fritten. Wie schnell das geht. Ach, ich. Den Motor aber hätte ich halt gleich mitgemacht, gell? Okay, das passt. Außenspiegel links brauchen wir nicht. Holen. Jetzt die Sixt. Ne, brauchst du nicht. Wieso muss ich nach hinten schauen? Ist dann GTR? Sag schon nichts mehr. Sehr geil. Dann haben wir 35.000 Glocken. Es wäre echt fürs nächste Video eine Überlegung wert, ob wir uns in die Scheune begeben. Aufräumen kann man, aha. Haben wir hier sauber hochgelevelt? Geht jetzt ratzifatzi, wenn wir den auch noch hochkriegen? Ist nur noch ein Level. Und jetzt machen wir noch einen ganz schnellen Sneaky. Ja, wir können Story-Missionen machen. 3 Stück wahrscheinlich. Wäre, glaube ich, auch fast am sinnvollsten, wenn wir die durchpushen und sauber Kohle haben, damit wir auch mit dem Scheunenauto in einem Rutsch durchkommen. Das ist, glaube ich, die sinnvollere Idee. Gut, überlege ich mir noch, wie wir das machen. Und ja. Das wäre es für heute, würde ich sagen. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich nach wie vor freuen, wenn man hier, ja, ein positives Feedback in Form von Unterstützung mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo oder mit einem Kommentar kriegen würde. Jederzeit gerne. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder morgen. Gewohnte Zeit, gewohnte Stelle, gewohntes Spiel. Bis dahin, habe die Ehre und Servus.